Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay von Minecraft 1.15.1 Dracorolia. Ja, der Server, der ist jetzt momentan über die Feiertage leer gewesen. Ich hatte nicht so viel Lust gehabt und andere scheinbar auch nicht so, aber ja, also kommt dann schon. Der Knatterix, der hilft mir. Und, Moment kurz. Ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ich habe recht viel mit ihm gespielt und einen Wüstentempel mit allen drei Rossharnischen gefunden. Dann mehrere Minen oder Stollen sozusagen. Und mein super Buch ist hier auch noch, das wir gefunden haben im letzten Part, glaube ich. Ja, einen Sattel habe ich auch noch bekommen von einem riesen Vieh, das die Pillager hatten. Ich weiß nicht, wie es heißt. Und ja, das Banner haben wir auch noch bekommen. Wir haben nämlich ein Dorf geradet. Wir haben einen Turm gefunden. Da hat Knatterix, weil ich AFK war, den Turm ein bisschen involviert. Sind dann aber zu viel gespawnt, dann bin ich einfach nicht gekommen. Und dann haben wir noch ein Dorf gefunden und dort das Event ausgelöst durch den Turm. Da war dann so wie soll ich sagen, Präsenz, irgendwie so etwas, das Böse oder böses Omen, glaube ich. Und wenn man dann zu einem Dorf geht, ja, kommt eine Invasion. So, was haben wir sonst noch? Wir könnten nochmal meinen oder so, oder wir könnten mal kurz zum Dorf gehen. So, dann sehen wir da. Vielleicht gibt es nochmals eine Invasion. Das ist das Weiche. Zu Knatterix können wir mal gehen und vorstellen. Der ist leider noch nicht online. Ich habe das Dorf gar nicht gehomed. Okay. Dann gehen wir zu Knatterix. Eine schöne Höhle. Da oben, glaube ich. Ja, der wird mir vielleicht ein bisschen unterstützen, ein bisschen Werbung machen oder sonst irgendwas, weil ich das ja nicht so gerne mache. Wer darauf auch Lust hat oder irgendwie auf den Server kommen will, einfach mich anschreiben. Ich gebe die Daten dann und so weiter. Da ist das Haus. So. Hat nämlich eine große Wohnung gemacht. Er hat die Banner hingestellt, cool. Ah, hat er wahrscheinlich doch noch gefarmt. Hat er gefarmt, ja. Machen wir da mal offen. So wie es war. So, das ist seine Küche scheinbar. Hier runter geht zu... Soll ich das zeigen? Das zeige ich, glaube ich, nicht. Ja, verschiedenen automatischen, also Redstone-Sachen. Und... hier runter geht's zu Kuhfarm, Weizenfarm. Gehen wir zur Kuhfarm. Ja, eine typische, ja, effiziente Farm. Dass man so wenig wie möglich braucht. Ah, okay. Dann weiß ich nicht, ob das auf der anderen Seite sind die automatischen Farmen. Aber hier. Scheinbar eine Monsterfalle. Okay. Ja, spawnt aber noch nichts. Scheinbar. Lol, also. Ah. Das ist die Ding. Okay, okay. Jetzt verstehe ich. Wie sagt man? Kaktus, genau. Kakteenfarm. Ja, also. Das war Knatterix Haus. Und, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt in die Farmwelt. Wir machen das mit dem Home. Er braucht einen Bambusdschungel. Dann gehen wir. Da
Dann gehen wir zu Skell. Oder ne, wir gehen. Udo ist auch nicht so weit weg. Ja, gehen wir zu. Okay. Ja, das habe ich ihm gar noch nicht gezeigt, dass er diese Falle. Ja. Also diese Falle ist, glaube ich, hier, ja. Da müssen wir mal eine Monsterfalle draus bauen, hä? So. Wir haben kein Boot mehr. Boot haben wir benutzt während dem Dorf suchen. So. Also, wohin gehen wir? Wir gehen nach links oben. Ah, da wäre ein Boot von mir noch gewesen, ein schwarzes. Gehen wir alles nach West, nach Osten oder was ist das? Ja, nach Westen. Alles nach Westen. Eventuell finden wir Bambus. Wir suchen jetzt, bis wir Bambus finden. Jo. Was hätten wir denn? Ich habe gemerkt, es machen kaum noch Leute Pixelmon-Let's Plays, aber ein großer, ich kenne ihn jetzt nicht vom Namen her, aber einer hat irgendwie so 37 Parts gemacht und dann aufgehört. Schade, dass er nicht weitermacht. Ist sehr bekannter deutscher YouTuber. Seine komische Stimme hat, also mich stört es eher, ihn so ein bisschen zuzuhören, weil er so ein mega überspanntes Ding hat, ja, so eine Emotion, so eine Mega-Emotion hat. Ja, ihr könnt ja googeln, dann seht ihr welche. Ich meine, aber er macht, ja, er kennt sich nicht so aus mit Pokémon. Ja, aber er bekommt halt die Aufrufe. Aber macht nichts. Nee, es ist ja eben, halt so, dass YouTube nur denen Aufrufe geben, die auch bekannt sind, oder? Ich werde halt nicht gefunden. Kaum gesucht, das ist wie kaum gesucht und deshalb bin ich halt einfach klein. Das macht mir nichts aus. Dafür bin ich der beste YouTuber im Kleinsein. Der beste deutsche Let's Player-YouTuber, der klein geblieben ist. So, da haben wir noch eine Ruine. Ich hoffe, wir werden nicht wieder sterben von diesen Blöden. Also, sie schießen noch nicht auf uns. Aber trotzdem könnte es ja noch sein, dass sie noch abgeknallt werden. Aber wisst ihr, was Bann ist gegen Endermänner, glaube ich? Weil da nicht viel Schaden drum herumgekommen ist. Dachte ich, das ist auch für diese, aber eher nicht. Also wir lassen die mal gespawnt, damit ja keine mit Dreizack erscheinen. Nochmal eine. Cool. Oh, Feuerkorallenblöcke, zu teuer. Aber alles für Smaragde. Wir müssen Smaragde nächstes Mal mitnehmen, wenn doch die Farmen den Händlern erscheinen. Ja. Also wir haben drei Schatzkarten. Na gut. Okay, die sterben sofort, weil sie wahrscheinlich schon Schaden bekommen haben. Fluch der Bindung, ja. Wenn wir sie anziehen, bekommen wir sie nicht mehr aus. Deshalb nicht anziehen. Und hier ist auch noch eine Schatztruhe. Kleiner Zock. Wieso sterben die immer sofort? Aus irgendwelchen Gründen erscheinen die Glowlife. Hahaha.
ganz oft, dass sie einfach größere Reichweite haben. Okay, ein Smaragd hätten wir, aber wir können damit nichts anfangen. Was haben wir hier noch eingesammelt? Irgendwas Unnützes. Ach, gut. Egal. Und hier nochmal zum Boot zurück. Oh ja, ein Seil. Können wir das andere Seil auch noch holen? Das wäre nämlich gut. Gib mir Seil. Ah, eine Kornblume können wir kaufen. Gib mir doch einmal. Oh. Polierte Granit brauche ich nicht. Ja. Ah, ich will nur die Seile haben. Hat er drei Lamas gehabt? Weil er zwei Lamas wieder hier hat, hat vielleicht gespawnt. Noch das andere Lama. Also, was haben wir denn hier? Bin ich einfach nicht auf den Block gekommen. Hier haben wir auch sehr viele Kornblumen. Oh, ja. Ja. Wollen wir es schon machen? Wir haben einen zweiten Turm gefunden. Innerhalb von einem Tag, also nicht mal 6 Stunden. Zwei Türme. Also in die Richtung. Ja, wir könnten ja kurz mal in den Turm versuchen, reinzugehen. Mache hier mal ein. P2. Ich habe aber kein Essen, stimmt. Was habe ich bekommen? Schwäche. Ja klar, und 3 Sekunden. Ich brauche Essen. Und ihr seid mein Essen. Ich bin so unfair. Ich weiß es. Aber ich brauche Essen. Ihr seid mein Essen. Ich bin zwar ein Tierhater. Ich bin ein Tierliebhaber. Mein Schwein, manchmal, wenn man es braucht, dann muss man. Es ist einfach dieses Jagd. Der Jagdinstinkt der Menschen, da müssen halt ein paar Tiere dran glauben. Aber dafür können sie sich ja auch wehren, wenn sie würden. Sie wehren sich aber in Minecraft nicht. So. Ja, ich brauche Stein. Also wenn das immer die gleiche Map ist, brauche ich es nicht. Okay, immer die gleiche Map. Dann kurz Stein holen. Weil wir brauchen Essen. Das ist so fein. Das leckere Essen. Ich bin ein bisschen am Nerven, stimmt's? Ja. 2 Äpfelchen für mich. Dann gibt's lecker Steak. Das ist das andere. Das ist Steak. Ja, gebratenes Schweinefleisch dann. Also, dann geht hier in den Kerker alles, was ich nicht brauche mehr. So, schön in den Kerker rein. Und die Lederhose, die muss ich unbedingt Gnatrix schenken. Die ist sowas von stark. Das Neujahr. Ja. Okay. Verstanden, Minecraft. Also ein schönes Jahr noch, natürlich. So. Blau glasierte Keramik. Wieso kann ich das herstellen? Nein, das kann ich nicht herstellen. Ah, blaue Keramik. Habe ich mal blaue Keramik aus dem Wüstentempel.
Oder ist es Ton? Die Sachen hier rausgenommen. So, oh, die Kiste könnte verbrennen. Nein, die verbrennt nicht. Ach, das arme kleine Kind. Das kleine Kalb. Oh. Mir tut's weh. Ach ja. Lagerfeuer hätte ich machen sollen. Kann ich nicht mal. Ich kann nichts kraften. Guten Morgen. Ich hätte gerne. Hä? Doch nicht alles rausgenommen. Mann, ist das so buggy. Na, lasse ich das. Im Inventar. Also jetzt schauen wir wegen diesem blöden Teil. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen Holz zum Hochbauen, aber nicht zum Feuer, gell? Drago, nicht einen Fehler machen. Wie hat er mich getroffen, wenn ich doch nach rechts gelaufen bin? Ah. Ja, die haben 180 Grad Aim. Ach, so böse. Ist einfach ein Lavasee hier. Also jetzt habe ich wahrscheinlich diese Präsenz dann wieder. Da kann ich nichts dafür, dass ihr so scheiße seid. Ihr seid so lächerlich. Oh, die Armbrust. Haken. Wir hacken den Haken. Okay, dann gehen wir da durch nach unten. Hallo. Doch auch mal etwas, ey. Ihr Hackers. Ihr seid Hackers. Ihr habt 180 Grad Aim und alles Mögliche. Das geht nicht. Ich werde euch was sagen, ihr seid Hackers. Ich will diese Präsenz, ich will nicht Hate des Dorfes. Wow. Ihr werdet alle sterben. Hört auf zu kämpfen, ich bin zu stark für euch. Ja, aber ich möchte die Präsenz haben wieder. Das ist so süß. Die muss ich zu Hause machen. Die sind viel zu süß, um nicht gemacht zu werden. Ah, ich habe kein Boot. Oder doch, ich habe ein Boot. Tschüss. Keine Lust auf dich. Oh, er hat mich getroffen. Oh. Ich bin so unfair. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überschlagen von diesen Ereignissen. Dass wir so tolle Sachen gefunden haben hier. Jetzt bin ich halt ein bisschen böse. Aber ja, die Pillager nerven mich. Deshalb bin ich böse. Ich bin immer einer, der halt zu Bösen böse ist und zu Guten gut. Weil die Bösen haben es nicht anders verdient, als böse zu sein. Oder böse angemacht zu werden. Und deshalb bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen überschwänglich.
Aber die nerven schon ein bisschen, hä? Die spawnen so oft, viel zu oft und sie sind gar nicht ausbalanciert eigentlich, wenn immer unendlich spawnen. Deshalb hauen wir ab. Wir gehen jetzt schön hier in diese Richtung. Wir könnten irgendwo hier auch dann mal irgendwann mal eine neue Farm, ein Farm Warp 2 machen. Für andere Leute, aber selbst wenn wir doch alles erkunden. Nein. Ich werde dann einfach random irgendwo, ja, sagen wir 100.000 Meter in eine Richtung warpen, also teleportieren und dann einen Warp-Punkt setzen, dass es für alle neu ist. Aber bis jetzt, wenn wir so wenig Spiele haben, muss das natürlich noch nicht sein. Aber wir haben jetzt gerade echt viel Hunger. Ich muss weniger rennen. Oh, schwarze Pferde. Wir haben einen Sattel. Nee, nicht hier dabei. In der Kiste zu Hause. Die sehen so süß aus. Naja, die Augen sind so ein bisschen. Oh, ein Dorf, okay. Schwipf. 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 Schwipfen. Dann gehen wir mit dem Pferd als nächstes und reiten durch die Pampa. So richtig Pampa-artig. So, kurz schauen nach der Zeit. Ja, haben wir noch genug Zeit. 8 Minuten. Oh, noch mehr Schmaragd. Kartoffeln haben wir eigentlich zu Hause schon. Ich brauche kleine Dorfbewohner. Ah, da oben. Überall diese Boxen, diese Pflanzenboxen. Brauchen wir nicht mehr. Ein Hausdorf? Wo ist der Rest? Hallo, oh, miau. Eine schwarze Katze, die bringt Unglück. Wo ist der Rest des Dorfes? Hallo, ein Hausdorf. Grottig. Grottig, grottig. Also, was können wir hier rein tun? Das ist die Frage des Jahrhunderts. Was kommt hier rein? Die Armbrust kann hier. Und hier kommen alle Erze. Und hier kommen alle Blöcke. Ach man, das ist schon voll. Ein Bruchstein. Ich weiß nicht, ob die Banner auch Pillager anlocken, aber scheinbar nicht, wenn es Knatrix macht. Ah, hier ist eine Armbrust schon. Oh, das Fleisch kommt noch hoch. Ah ja, die Schatz haben wir nicht geholt. Ich dusel. Ich muss mir den Schatz noch holen, hä? Aua. So. Der Schatz gehört mir. Skill. So. Ich gehe noch den Schatz suchen und ihr dürft gerne, ja, mitsehen noch. Für alle anderen, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir tauchen nur ein bisschen hier durch. Also schön. Und zum Schatz. Ja, muss ich den zeigen? Doch, ich zeige ihn noch. Sowieso momentan nicht so viel Lust, immer Videos hochzuladen, weil ich wieder draußen bin und den PC halt nicht alleine lassen möchte an.
immer in den Standby-Modus halt gehe. Ja. Und heute kann ich auch mal Pause machen. Jo. Der erste Tag im neuen Jahr fühlt sich irgendwie ein bisschen langweilig an. Aber so ist es. Wir haben eigentlich, ja, joch, trotzdem eigentlich viel Spaß gehabt in diesem Part und auch habe ich heute schon Spaß gehabt. Die Katzen waren halt ein bisschen verscheucht geworden von den Raketen. Die habe ich ein bisschen aufhalten müssen. Und ja. Okay, es müsste eigentlich dort sein. Es ist doch ein bisschen weiter weg. Ja, und Nacht wird es halt auch noch kurz. Ja, gut. Aber schnell komm. Schwimm doch endlich mal, du Scheißbau. Sorry. Ach Gott. Blöde Bogen. Ja, aber ich möchte schlafen. Der Delfin beschützt uns. Hallo, geht's jetzt noch? Geht doch noch ein bisschen einige Zeit. So. Delfin, kommst du mit? Wir sind jetzt da. Yeah, wir sind da. Wir sind auf der Map erschienen. Auf einer kleinen Insel, die eigentlich hier gerade aussah, so auf dieser Insel. Wir machen das jetzt ohne Map. Wir finden das schon. Die Insel müsste eigentlich die große hier sein, also die hohe. Wo war es an der Insel? Ja, ich muss es mit der Map machen. Die nächste Map werde ich mal ohne Kennzeichnung machen. Ja, das ist ganz an der Ecke da. Ja, ich hab sie direkt. Also, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel. Tschüss. Nehme ich noch das Boot mit und dann kehre ich zurück. Tschüss.